Fahnenmeer in Gelb und Schwarz. 18.200 Alemannia Aachen-Fähnchen haben sie kostenlos vor dem Stadion verteilt. Nur die 2.000 Kölner, wie gemein, haben keine bekommen. Die hätten solche auch nicht gewollt. Freistoß, Ricke Kampf und Mondragon hat die Kugel. Fehler von Polenz, da ist Vucicevic. Helmes rückt auf. Gut gemacht von Vucicevic, da ist Helmes und trifft. 1-0 Köln. 28. Minute, Patrick Helmes. Aber da zeigt er seine ganze Ruhe im Abschluss. Schauen Sie mal, da galoppiert er fast gelangweilt Richtung Ball und schießt ihn rein wie in einer Trainingseinheit. Ein Stückchen Vorarbeit geht an Mondragon und vor allem an Polenz. Das war ziemlich misslungen. Und dann Vucicevic mit einer starken Aktion gegen zwei Aachener, die da natürlich zu zaghaft hingehen. Und Helmes macht das hervorragend. Leiva Kabesi kann da wenig machen gegen den Kölner, der ihm im Rücken davon spaziert. Urecke für die Aachener. Grontiris. Und jetzt gibt er ihn. Was ist los? Er gibt Elfmeter oder nicht? Gehalten. Herzig. Naja, also das scheint jetzt eine Mogelpackung zu sein. Herzig ging zu Boden. Schon als er runterging, forderte er den Elfmeter. Jetzt aber doch. Und nun hat Sippel ihn gegeben. Schauen wir noch mal. Naja, das ist ein Allerweltshalten von Mohamed. Beide haben da gehalten. Wenn wir die Szene noch mal sehen. Beide mit den Armen. Herzig auch. Den wollte er haben und hat ihn bekommen. Klar, man kann den geben. Aber dann muss man viele geben. Daumen. Da wissen Sie noch, die Schiri-Schelte vom Hinspiel schimpft er heute wieder. Die Kölner haben übrigens in dieser Saison noch keinen einzigen Elfmeter bekommen. Tja, das wird wohl eine sichere Sache werden. Regekampf. Drei Elfmeter geschossen, drei verwandelt. Wie läuft's mit dem vierten? Auch der ist drin, 37. 1-1, Alemannia Aachen. Tja, ein bisschen Beigeschmack bleibt. Also für mich die Sache mit zwischen Mohamed und Herzig nicht pfeifenswert. Über diesen Pfiff des Referees. Ebbers Grontiris, Fiel wühlt sich durch und da ist das Tor durch Emanuel Grontiris. Das Geburtstagskind trifft an seinem 25. Und sie wedeln die 18.200 Fähnchen. Nochmal diese Szene. Vorlage Ebbers. Fiel und dann Grontiris mit dem Tor. Kölner Abwehr. Ziemlich von der Rolle. Ümit blockt zunächst ab. Dann kommt McKenna zu spät und Grontiris war ganz frei. Nicht so viel zu sehen vom Aachener Stürmer mit der 9. Vielleicht kommt jetzt seine Szene. Regekampf. Schön gespielt. Fiel macht das 3:1. Und die Kölner lassen sie da kombinieren. Und Fiel, alles andere als ein Knipser. Aber er macht das Tor, sein erstes in dieser Saison. Fähnchen bewinken das 3:1. Tja, das ist ein Fleißtor. Schauen Sie auf Regekampf, seine Dynamik. Und er sah die Lücke. Fiel wird da einfach nicht angegriffen und schließt wunderschön ab.
Und Mondragon sieht da natürlich nicht so richtig gut aus. Der Ball kam genau auf den Mann und er kriegt die Arme zu spät hoch. 3-1 für Alemannia Aachen. Behrer und Herzig als Mittel gegen die langen Kölner Bälle. Das war ein Elfmeter, eindeutig. Und ein Tor. Tja, den Vorteil hat er abgepfiffen. McKenna hat das Tor gemacht. Aber es gibt Elfmeter für den ersten FC Köln nach diesem Bodycheck von Fetzka gegen Helmes. Tja, und jetzt haben wir die Situation. Zumindest der erste Elfmeter für den ersten FC Köln in dieser Saison. Ob er noch was bringt, werden wir sehen. Aber das wird natürlich spannend. Sollte Helmes verwandeln, tritt dann wirklich der 60 München Pokaleffekt bei den Aachenern ein. Wackeln die dann nochmal? Schauen wir erst auf den Elfer. Helmes trifft. 2:3. Noch 2 Minuten, vielleicht noch ein bisschen Nachspielzeit obendrauf. Und Sippel pfeift ab. Tja, praktisch keine Nachspielzeit. Schon ein Ding. Also der Schiedsrichter kein unwesentlicher Bestandteil dieses Spiels. Er hat nach einem Alltagszweikampf hier die Aachener zurückgebracht ins Spiel, die dann eine 3:1 Führung zu Recht erkämpft haben, sich diesen Sieg hier absolut erarbeitet haben, aber dann kurz vor Schluss wurde es nochmal richtig eng. Kaum Nachspielzeit, Daum geht kopfschüttelnd vom Feld. Tja, da erinnern wir uns an den fluchenden Kölner Trainer nach dem Hinspiel